Wir sind hier mitten im Alpenland, im größten geschlossenen, zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas. Mit ca. 10.000 Hektar Obstbaufläche, 90% Apfelanbau, die Äpfel gehen hier am besten bei uns im Alpenland, 5% Kirschen, 5% Birnen, Pflaumen, Zwetschgen und Beerenobst. Zu Beginn der Apfelernte wird hier ganz groß der Beginn der Apfelernte im Grunde gefeiert, indem die Obsthöfe hier mehrfach in verschiedenen Orten Tag der offenen Tür praktisch haben. Es werden Führungen angeboten, Sie dürfen Äpfel probieren, die neue Ernte probieren, die sogenannte erste Pflücke. Also es ist eine wunderschöne Landschaft. Ich mag das, wenn man aus der Großstadt kommt und im Nu das Gefühl hat, dass man total draußen ist. Ich mag die vielen Bäume, ich mag vor allem auch die Nähe zur Elbe. Also es ist so vereint, alles für sich zusammengenommen. Das ist wirklich schön. Ganz besonders gut gefällt mir die Vielfältigkeit zu jeder Jahreszeit. Da gibt es eine ganze Menge. Am liebsten mache ich im alten Land im Grünen halt zu schlendern. Bei gutem Wetter sich auch mal ins Grüne zu legen, auf eine Decke. Einfach genießen, loslassen. Besonders gut gefallen mir tatsächlich ein paar besondere Tage, wenn die Obstbäume in voller Blüte stehen. Das sieht einfach wunderbar aus, wenn man dann hier durch die Plantagen geht oder fährt. Und so Tage wie diese, wenn die Äpfel reif werden und leuchtend rot an den Bäumen hängen, das sieht ganz toll aus. Und das ganze Jahr über eigentlich, dass ich wirklich immer einen frischen Apfel bekommen kann, der auch hier gewachsen ist. So kurz vor der Apfelernte oder zu Beginn der Apfelernte lädt das alte Land förmlich ein, dass die Gäste hier wirklich in Massen ins alte Land strömen, privat mit PKWs oder mit den Dampfern von Hamburg oder mit der Bahn oder mit Bussen oder mit Fahrrädern. Wir sind hier ein Fahrradparadies, wie es seinesgleichen sucht. Es ist ein Traum, die Bäume mit ihren Äpfeln zu sehen, wie die Äpfel so rot an den Bäumen hängen. Es sind an jedem Baum, kann man sagen, so durchschnittlich 20 bis 25 Kilogramm. Das sind 120 bis 160 Äpfel, die an diesen kleinen Bäumen heranwachsen. Die Ruhe gefällt mir total gut. Mir gefällt die Weitläufigkeit, der Apfelgeruch, den man morgen spürt, wenn der Tau noch auf der Straße liegt, ist einfach sehr, sehr viel Natur.